Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und heute geht's um Planet Coaster. Und zwar ist Ende Mai, glaube ich, ein neues Update rausgekommen. Also ich habe das Spiel schon was länger. Ich habe mir das für, weiß nicht, irgendwas mit 70 Euro auf jeden Fall gekauft. Die irgendwas mit Alpha Edition, vor Alpha Edition. Auf jeden Fall ist jetzt die richtige Alpha draus, meine ich. Und es sind auch schon neue Maps und Coaster und so. Und das wollte ich zeigen. Und ihr sollt in die Kommentare schreiben, auf welcher Map oder halt auf der Sandbox-Welt, auf was ich spielen soll. So, heute zeige ich, wir fangen erstmal hiermit an. Die neuen Parks auf jeden Fall. Das hier ist so, ich glaube, das sind so fliegende Inseln. Ja, genau. Also hier ist nichts, also kein Coaster oder so. Hier ist einfach nur Deko vorgefertigt, dass man hier noch die Coaster dann hier so vorbeibauen kann. Hier könnte ich halt auch drauf spielen auf der Map. Das hier ist halt ziemlich nice. Also ich finde, das sieht richtig geil aus. Mache ich auch direkt mal einen Screen auf. So, Leute. Also die Map gefällt mir sehr gut. Gibt es hier noch irgendwas? Also falls euch die Tastatur ein bisschen laut ist, ich habe jetzt auch eine mechanische Tastatur. Und die ist jetzt ein bisschen lauter, aber ich denke, so schlimm ist das gar nicht. So, das war die erste Map. Und wir sehen uns bei der zweiten Map. Bis gleich. So, das ist diese Map hier. Vom Coaster King persönlich, der da immer rumläuft und die Leute bespaßt. Die ist richtig nice. Also die Achterbahn ist eigentlich ganz cool. Also ist richtig nice, jetzt übertrieben, aber das hier sieht doch schon richtig geil aus. Das hier ist eine Zunge, aber ist auch eigentlich klar. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit. Steht die Bahn gerade da? Ja, die steht gerade da. Wir gehen mal in die Front Seat Perspektive. Und was ist der Zinne? Ah, ne, wollen wir nicht. Ich warte jetzt so lange, bis es losgeht. Und dann. So, es geht los. Da ist bis jetzt nur eine Bahn vorgebaut hier. Und das ist halt die hier im Dunkeln. Es gibt jetzt auch, ich zeige gleich auch die neuen Coaster und so, die es alle schon gibt. Es gab nämlich ja nur zwei. Jetzt gibt es, glaube ich, 12 oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier, da fahren wir gerade außen lang, jetzt geht's wieder rein. Ich finde das ziemlich cool, dass die hier solche vorgefertigten Maps anbieten und man da immer schön weiterbauen kann. Finde ziemlich nice. Und ja, da sind wir wieder. Ist keine lange Bahn und auch keine besonders spektakuläre. Aber ich finde, die sieht auch richtig geil aus. Muss man jetzt einfach auch mal hier einen Screenshot machen. So. Und ist hier am Eingang irgendwas Besonderes? Nö. Nö, nö. Aber ich finde hier, die Grafik ist richtig schön geworden. Also, Planet Coaster ist echt ein geiles Spiel. So, das muss ich gar nicht cutten eigentlich, das geht so schnell. Da kann ich immer zeigen, wo die Bahnen sind. So, das war die erste, das war die zweite. Jetzt kommt hier die dritte neue. Immer diese diese größeren Teile hier, die sind ja klein. Die hier sind groß, die großen sind die neuen. Leute, ich weiß nicht, wie teuer das Spiel jetzt gerade ist. Ich habe es mir für über 70 Euro gekauft. Ist zwar ein bisschen viel, aber das Spiel lohnt sich wirklich. Müsst ihr halt überlegen, wie viel jetzt kostet, weiß ich gerade nicht. So. Hier auch wieder richtig geil. Also die neuen Maps sind sehr nice. Leute, ich muss irgendwie ein nice Thumbnail machen und deswegen mache ich jetzt hier ein paar Screenshots. Hier ist schon ziemlich viel gebaut eigentlich. Also man hat hier noch viel Platz hier außen. Aber hier ist schon einiges gebaut und wenn man jetzt hier mal hier guckt, der Weg sieht echt super aus. Also wenn man das hier, ich weiß jetzt nicht, wie viel man selber bauen kann, das werden wir zusammen herausfinden. Wenn ich dann auf der Map hier spielen sollte. Also das sieht schon ziemlich nice aus hier. Was ist das hier? Hier so in diesem, wie heißt das, Graben oder was das hier ist,
so eine Attraktion drin. Geht's noch hier weiter. Hier ist eine Achterbahn, die ihr durchführt. Das sieht echt richtig cool aus. Sorry, dass hier die Kamera ein bisschen komisch ist. Ist irgendwie ein bisschen schwer bei dem Spiel. Wir suchen einfach mal hier, wo der Coaster startet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in der Bahn sitze. So Leute, es geht hoch. Die Bahn fahren irgendwie nicht so oft. Aber jetzt geht's los. Die Bahn ist glaube ich ziemlich groß. Kann ich mich hier auch irgendwie umdrehen? Ja, sitzt hier einer. Die sehen echt nice aus, die Leute. So. Schöne Aussicht hier oben. Und jetzt geht's auch schon runter. Leute, mit Garden Warfare 2, ich bin im Moment nicht ganz so, also ich habe nicht ganz so los auf das Spiel, Leute, wahrscheinlich bis in 2 Wochen kein Garden Warfare 2 mehr kommen, aber dann kommt schon wieder Garden Warfare 2. Jetzt hier auf jeden Fall ein paar Folgen mit Planet Coaster erstmal. Also die Aussicht ist auf jeden Fall mega nice. Der Kasparus wird sich Planet Coaster vielleicht auch noch holen. Ja. Und dann gibt's hier noch ein dickes Let's Play. Aber im Moment spielt der Rollercoaster Tycoon. Genau. Das gibt auch auf seinem Kanal. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, auch schon. Nehmt das gleich auch mit mir. Boah, die Bahn ist echt nice. Muss man sagen, die ist schon ziemlich geil. Diese dunklen Teile hier im Park. Leute, also auf dem Park kann ich mir richtig gut vorstellen, weiter zu bauen. Aber da ist natürlich auch schon viel gebaut. Also, da müsst ihr wissen. Also, die Bahn ist schon mal richtig nice, Leute. Ja. Gibt es hier denn noch eine Bahn? Ist das eine Bahn? Ich denke schon, dass das hier alles eine Bahn ist, womit wir gerade gefahren sind. Jo. Ist alles dieselbe Bahn. Gibt es hier noch irgendwo eine Bahn, wo man schön einsteigen kann? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier die schönen Wege. Boah, diese Kameraführung ist aber echt immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem für den Zuschauer wahrscheinlich. Hier, falls ihr es nicht wisst, bei Planet Coaster kann man die ganzen Shops und so hier dekorieren. Natürlich ziemlich nice. Falls ihr euch wundert, dass ich das Update-Video jetzt erst bringe, ich habe es einfach nicht gecheckt, dass ein neues Update draußen ist. Aber, ja. Das hier ist alles eine Bahn. Die wirkt sogar noch länger, wenn man nicht damit fährt. Aber es müsste eigentlich alles eine Bahn sein. Ja, ich würde sagen, hier gibt es eigentlich nichts mehr Wunderbares Neues. Das hier ist übrigens ein neues Teil. Hier 1400 Besucher sind hier schon, krass. Hier stehen überall die Leute an. Das gibt aber jetzt meine ich, gehe mal hier nochmal durch. Gemütlich. Nichts Neues mehr. Leute. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Park. Ciao. Und hier unten ist auch schon die letzte Bahn. Ich glaube, es ist gar keine Bahn. Ich glaube, es ist einfach nur. Ja, genau. Das ist, meine ich, keine Bahn. Das ist einfach nur hier eine Krake. Mehr ist das gar nicht. Hier kann man. Das ist der Mittelpunkt des Parks, wenn man einen kleinen Park baut, der bis hier geht. Kann man da drum rumbauen. Finde ich jetzt nicht so nice. Also das wäre so die letzte Map, wo ich drauf bauen würde. Finde ich jetzt nicht so nice, Leute. Der Weg hier sieht natürlich cool aus, wo die Leute. Die Leute müssen ernsthaft diesen Weg gehen, um in den Park zu kommen. Krass. Na, hier gibt es eigentlich nichts Besonderes. Jetzt zeige ich euch aber noch eben die neuen Items. Und zwar. Bei Coasters gibt es jetzt hier einige. Es gab ja vorher nur 2 Stück und jetzt gibt es hier wirklich einige. Ich baue die jetzt nicht alle auf, ist ja klar. Kann man die irgendwie fertig haben? Nö. View Mo, egal.
Also hier gibt es wirklich einiges. Da werden wir auf jeden Fall auch ein, zwei Bahnen mal bauen. Im nächsten Part schon eine. Und hier sind die letzte Bahn. Dann bei Riders gibt es auch noch ein paar neue Dinge. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob dieses Karussell hier neu ist, Leute. Da bin ich jetzt überfragt. Ich denke, es ist neu. Was noch neu ist, ist auf jeden Fall der hier. Sieht auch ziemlich gut aus, finde ich. Die Lichteffekte hier bei dem Spiel finde ich generell. Dann noch der hier. Das ist der, den wir hier eben gesehen haben im anderen Park. Ist halt einfach, ja, fährt wahrscheinlich, geht im Kreis, geht hoch und runter. Weiß jetzt gerade nicht. Und das hier ist auf jeden Fall noch neu. Auf jeden Fall gab es das so noch nicht. Und ja, bei den anderen Sachen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Bei dem hier. Ich glaube, das ist nicht neu, aber es kann sein. Also da bin ich mir echt nicht sicher. Kann sein. Und dann gibt es auf jeden Fall noch hier bei Scenery neue Dinge. Wie zum Beispiel das Campfire oder könnte es denn hier noch geben? Die hier. Genau. Die stellt man hier einfach hin. Sind ganz lustig. Der hier geht sogar noch so auf einer Maschine. Den gab es, glaube ich, schon, oder? Also ich weiß bei manchen Sachen nicht, ob sie schon gab. Kann auch sein, dass es den hier noch nicht gab. Die Chest ist neu. Bei dem Ding hier weiß ich auch nicht. Und der Rest ist, meine ich, vorher da schon gewesen. Wenn ihr jetzt irgendwas seht, was es vorher noch nicht gab. Die Brick Walls sind, glaube ich, alle neu. Sehen ganz gut aus, finde ich. Ja, kann man einfach. Und wir werden sicherlich ein Haus bauen. Ich zeige jetzt nochmal kurz die Teile davon. Gibt es noch was Neues? Das hier, glaube ich, auch noch neu. Aber dann mal gehe ich mal auf dann. Neue Läden. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Da habe ich mich noch gar nicht informiert. Toilets, Food Shop, Drink Shop, Head Shop. Nö. Nö. Da gibt es noch nichts Neues. Bei Roofs auch nicht. Denke ich mal. Der Steg hier ist neu. Mit Sicherheit. Den kann ich vorher noch nicht. Ist ganz schön. Kann man auf Wasser den Steg schön platzieren. Sieht nice aus. Und diese Dinger hier kann man, glaube ich, solche griechischen oder was das sind, Häuser bauen. Mal schauen, mit was ich tatsächlich dann am Ende bauen werde. Ich baue auf jeden Fall auf Sandbox. Da kann man einfach mehr zeigen. Ja, die Dinger muss ich nicht alle platzieren. Die sind alle neu. Und hier ziemlich viele Türen sind auch neu. Ich platziere die Sachen jetzt einfach nicht mehr. Schaut es euch einfach an. Doch, die kann ich noch eben platzieren. Ja. Liegend ist die, glaube ich. Leute, ich weiß nicht mehr, wie man die Sachen. Ich glaube, man muss die haben, genau. Man muss die irgendwo dran machen. Wunderschön so, Alter. Das sieht richtig gut aus. Sind ganz nice, die Sachen. So. Hier gibt es, glaube ich, fast nichts Neues. Das hier weiß ich gar nicht. Könnte neu sein. Oh Mann, wenn man die Sachen einfach irgendwie platziert, sieht das schon komisch aus. Und dann noch das letzte hier bei Wall Sign. Da gab es vorher schon so viel, weiß ich jetzt nicht, ob es da viel Neues gibt. Und natürlich hier bei Science, das hier glaube ich neu. Die ist, glaube ich, neu. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Und das ist neu. Für den Burger. Der ist. Super lecker. Jetzt habe ich echt Hunger auf Burger, wenn ich das sehe, ey. Nice. Der sieht so lecker aus, Mann. Da kriegen die ganzen. Das ist nämlich so ein Werbetrick, Leute. Die Besucher kommen rein und sehen direkt diesen Burger. Da muss man doch direkt einen Burgerladen suchen, oder? Also das natürlich, Leute, macht's auf jeden Fall auch. Das ist doch klar. Und dann hier die ganzen neuen Sachen, die einige Effekte hervorrufen.
kann sie jetzt mal alle hier schön zeigen. Ja, es gibt auf jeden Fall einige. Also sehr viele hier, jetzt kommen Explosions hier überall, die stelle ich mal hier unten hin. Dann noch hier solche Dinger. Solche Feuerteller oder wie die heißen, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache den Part hier in zwei Teile, weil der ist jetzt schon, ja, 20 Minuten. Muss ich mal gucken, ob ich den in zwei Teile mache oder nicht. Gibt auf jeden Fall richtig viele neue Sachen. Ob ich die alle irgendwie hier benutze und es dann auch noch gut aussieht, weiß ich nicht. Muss man mal alle schauen. Das hier ist so, ja. Irgendwie ein bisschen Feuerwerk. Wasser, Wasser, Wasser. Und zu guter Letzt hier noch Wasser. Schon wieder Wasser, ey. Bei Buildings gibt es, glaube ich. Ja, das ist das, was ich eben gezeigt habe. Da gibt es auch auf jeden Fall einige neue Sachen. Ich glaube, jetzt habe ich so langsam alles gezeigt, was neu ist. Pass, also die neuen Wege. Gibt es überhaupt neue Wege? Ja, es gibt Natural Wege. Leute, guck mal hier. Die sind eigentlich ziemlich nice, finde ich. Dann sind die nicht so auffällig. Die Leute gehen einfach daher. Sind das hier für, ja, das sind die, die wir eben gesehen haben bei der anderen Map. Finde ich ziemlich cool, dass es solche Wege gibt. Was sind das hier für welche? Einfach nur sagen, wo die lang gehen sollen. Ich weiß nicht, ob diese Dinger, die den Weg zeigen, auch nachher weg sind. Oder ob die da bleiben. Ich glaube, die bleiben da. Und dann noch Warteschlangen gibt es jetzt schwarze. Die gab es vorher auch nicht. Und ich glaube, da bin ich jetzt fertig mit meinem Update-Talk. Was das hier ist, weiß ich nicht. Kommt auf jeden Fall noch. Wenn neues Update kommt, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Und vielleicht seht ihr auch beim Kasperus ein Let's Play. Da müsst ihr einfach mal auf seinen Kanal gehen. Und hier gibt es jetzt auch endlich Terraforming. Das habe ich lange vermisst. Was ist denn hier los? Ja, da muss ich mich auf jeden Fall noch einarbeiten. Kenne ich mich jetzt noch nicht aus. Was ist das hier? Ach, wieder zurück machen oder wie ist das? Ja, das ist rückgängig, also Übergänge schaffen, meine ich, oder zurückgängig machen. Water gibt es leider noch nicht, Leute. Das weiß ich. Man kann den Weg hier, man kann den Boden hier färben. Ist schon mal ganz cool. Aber es gibt leider noch kein Wasser. Das kommt erst später raus. Schade. Also ich hätte mich über Wasser auf jeden Fall schon gefreut. Ich kann wieder alles rückgängig machen, genau. Wie man es halt kennt. Water. Noch nicht dabei. Jetzt habe ich aber, denke ich, echt mal alles gezeigt. Gibt wirklich viel Neues. Ah ne, hier gibt es auch noch einige neue Dinge. Zum Beispiel diese wunderschönen Pflanzen. Die hier. Bei den Bäumen zeige ich jetzt nicht alle. Das hier ist noch neu. Natürlich, das hier habe ich aber auch schon gezeigt. Das hier ist, glaube ich, noch. Naja. Beim Schildern, die habe ich eigentlich fast nie benutzt. Recycling bin. Ist klar. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir, wie gesagt, auf welcher Map ich das spielen soll. Jetzt erstmal mit den ganzen neuen Sachen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr keinen Part verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Schaut beim Kasperus vorbei. Und ciao.